Ich bin der Flemmer Schale von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 6410 und gebe Online-Matheunterricht. Wir haben den Freitag, den 24. September 2021, und sind mit Aufgabe Nummer 3c. Jetzt haben wir folgende Aufgabenstellung. Auch hier wieder eine Aussage, ist sie richtig oder falsch? Die Aussage ist die, wenn man eine Seite von einem Quadrat verdreifacht, so ist die Fläche 6-mal so groß. Also, wir nennen das Quadrat. Dann rechnen wir hier x mal x. Ja, da ist also der Flächeninhalt von dem Quadrat gleich x mal x oder eben x Quadrat. Was passiert, wenn wir die Seite von einem Wenn man die Seite, Mehrzahl, Seiten vom Quadrat verdreifacht, dann entsteht Folgendes. Wenn man hier, muss ich schauen, jetzt muss ich es gegen oben zeichnen, weil dann gehe ich auf, hat es nachher keinen Platz, oder ich zeichne es so. Jetzt haben wir also die eine Seite verlängert. Ja, aus x haben wir jetzt hier 3 mal x. Und in die andere Richtung, also in die Breite hinein, gehen wir genau gleich auch das 3 mal verlängern. Dann haben wir da auch wieder 3 mal x. Die Fläche vom neuen Quadrat, die ist 3x mal 3x. Also 3 Quadrat mal x Quadrat. Oder eben 9x Quadrat. Wie ist jetzt das Verhältnis, das neue Verhältnis zum alten? Wir haben hier also die Flächen innerhalb vom neuen Quadrat geteilt durch den Flächeninhalt vom alten Quadrat. Genau, so ist es richtig. Und das ist 9x Quadrat geteilt durch x Quadrat. Jetzt können wir hier x Quadrat rauskürzen und dann haben wir das Verhältnis 9. Oder eben 9 zu 1. Ja, das ist das Gleiche. Jede Zahl ist eigentlich ein. Also 9 bedeutet immer 9 zu 1. 2 bedeutet immer 2 zu 1. X bedeutet immer x zu 1. Es stellt immer ein Verhältnis dar zur Zahl 1. Auch ein Drittel ist eigentlich das Verhältnis 1 Drittel zu 1, könnte man sagen. Stimmt das? Ja, das stimmt. 1 zu 3 ist genau gleich wie 1, ein Drittel zu 1. Ja, also wenn da, das ist etwas 3 mal grösser als die Zahl, ja. 1 zu 3 ist gleich wie ein Drittel zu 1. Jetzt haben wir einfach beide Seiten durch 3 geteilt, ja. Und die Aussage ist ja gesehen, verdreifacht man die Seiten von einem Quadrat, so für So wird die Fläche 6-mal grösser. Man sieht hier, nein, das stimmt nicht. Sie wird 9-mal grösser. Also ist die Aussage auch falsch. Gut.